Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir wieder das Fuji-Gebirge hochgelatscht, weil wir da die Rayards reparieren sollten, aber die sind jetzt, glaube ich, weg. Wenn ich mich nicht irre, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Und ja, wir sind Pronyma, John und Kratos begegnet, die uns gefangen nehmen wollten, beziehungsweise Colette. Und ja, Colette ist wieder bei Sinn, statt von Sinn. Und wir haben jetzt die Aufgabe, nach Mil-Tokyo zurückzukehren, weil Zelos hat da irgendwie so einen Plan, was wir machen sollen und so. Währenddessen schon wieder ein Skit aufgehört und deswegen bin ich jetzt hier im Menü, weil ich keinen Bock habe, dass das schon wieder verschwindet. Und jetzt schließen wir ab Menü und gucken uns schnell das Skit an. Wir sehen uns ähnlich. So, jetzt mal nicht verschwinden. Zelos war Half-Elf, oder? Ich glaube nicht, dass Guinness so denkt, aber okay. Bei den Silvern sind Halbelfen nicht so diskriminiert, glaube ich. Wohl doch ein bisschen, ne? Egal. Nicht so schlimm wie ihn hier in Tetrala. Wir dürfen den ganzen Weg wieder runterrennen und ich tue natürlich erstmal die Mitglieder austauschen, weil irgendwie sind wir voll im Eimer. Auch Colette kann mal wieder gesteuert werden, finde ich. So, Item Robber, was? Schauen Sie uns hier ein Item und Geil zu stehen. Pow Pow Hammer. Ich hab doch gar nicht, ich Idiot. Okay, dann. Achso, ja. Wenn ich kenne es. So, jetzt können wir wieder Hunden einen Namen geben. Schön. Also, ich finde das schön. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg runterlaufen. Da, komm her. Oh mein, pass her. Fähigkeit halt. Item Robber, okay. Perfekt. Dann werde ich mal versuchen, ein bisschen öfter hier einsetzen. Item Thief. Ist Robber Räuber? Nee, ne? Oh, die hat auch eine neue Fähigkeit. Aber ist gut. Irgendwie habe ich noch nie geschafft, irgendwas zu klauen, kann das sein? Na komm. Irgendwas. Oh. Dann nicht. Ah, sehr schön. Die ist jetzt nicht mehr so leblos. Bin ich toll. Jetzt irgendwann mal irgendwas geklaut. Okay, Apfel, die bauen wir wieder. Wir haben voll viele verbraucht. Oh ja, hey. Da kommt der nächste Gegner. Zack! Und irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass sie was klaut. Jetzt wird er überhaupt angezeigt, dass man was geklaut hat. Lass euch mal gucken hier so. Magisches Auge und so. Da kann man nicht irgendwie was Klaubares haben. Glaube ich. Soll ich mir auch angewöhnen irgendwie? Ich bin ja noch nicht so klaut, ey. Da bin ich die ganze Zeit am Spam. So, gucken wir mal. Ich habe mir Dingens bekommen, glaube ich, eine neue Erfahrungsgeme, Level 2. Hat irgendjemand noch nicht Erfahrungslevel 2? Doch. Wo kann man dann mal gucken? Mit dem Dingens hier. Willkommen zu Hause. Okay. Hier soll ich vielleicht auch mal irgendwie gucken. Rain, First Aid, Charge, Barrier, Recover.
verstehe das irgendwie nicht. Wo kann man denn nachher unter Dingens, ne? Monsterliste. Ach, der Typ. Oder Typin. Ich weiß es nicht genau. Stehbar. Ja, hat hier stehbare Sachen drin. Aber keiner. Gratis Aurion. 22.500, ey. In Brasilien nicht Dingens hier analysiert? Ich glaube nicht, ne? Ich will auch klauen. Ich will irgendwann klauen. Komm, wir gehen aber die TP langsam aus. Zielvoller Abgang. Verdammt. Okay, jetzt gehen wir. Ich brauche ja 22. Mann! Gibt's doch nicht! Er bringt irgendwie nichts. Richtig, irgendwann wird die Clown-Rate irgendwie erhöht. Und Erfahrungsgeme. Heilungstrank. Wirklich das Aufheben von Nahrungsmitteln in Dungeons. Okay. Die Wirkung des Kochens. Er hat bis jetzt auch als einziges hier so ein technisches Ding. Ne? Jetzt wird die Menge der TP, die während eines Kampfes verbraucht werden. Stich auch noch nicht so. Oder irgendwie angezeigt oder so. Technisch er hat. Man kommt halt auf die Fähigkeit an oder irgendwie sowas. Er ist auch ein technisch Typ hier. Magie Geist, sie hat genau das gleiche. Sie müsste doch eigentlich auch Dings haben. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, Zellos hat doch Dingens hier, neuen Titel. Großschnauze. Okay. Was soll das heißen, Großschnauze? Meine Stimme ist schön, so wie mein Gesicht und mein... Ja, dein was? Ja. Ach Mann. Kann ich ja lieber Dingens hier... Item-Tief einsetzen. Ja. Also typisch alte Rollenspiele, wo die Clown-Wahrscheinlichkeit so extrem niedrig ist. Oh mein Gott, ey. Das wäre so unnötig. Also nur eine Zeitverschwendung eigentlich. Beim was ist daran so schlimm, direkt was klauen zu können, ne? Aber wahrscheinlich haben die meisten Gegner gar nichts zum Klauen, ne? Noch blöder ist eigentlich. Ja, mit den Gegner analysieren ja jetzt so kompliziert ist, so unnötig. Weiß ich ja nicht. Aber ich jetzt keinen Bock mehr zu klauen. Ja. Aua. Zack. Ja. Nein. Schau mal, nicht auf den Analog-Techniken aufpacken kann. Man kann ja nur 6 Dingens einsetzen. Nur 6 Techniken. Das irgendwann zum Problem wird. Vielleicht, weiß nicht.
Das können wir erstmal nach Meltoke uns ausruhen und Hunde absuchen und so weiter alles. Und was weiß ich. Zelos hat ja irgendwie einen Plan, glaube ich. So wie er einen Plan mit den Rayards hatte. Aber da wusste ja auch irgendwie keiner, was er vorhatte. Wir wollen ja eigentlich darunter holen und ich laufe ja voll den Umweg, oder? Ma. Egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Du bist mir auch egal. Können wir hier versuchen, ob ich bei den Gegnern mal klauen kann? Ne? Ja, guck mal, einen Moment weg, dann taucht wieder so ein Gegner vor dir auf. Du musst aufpassen. Mach jetzt das Ding, genau. Ah, warum bin ich den Weg gegangen, ey? Oh, ne, Tech. Ah, verdammt. Boah, der Riesenbär wieder. Und hier kann ich doch irgendwas klauen, ey. Warum laufen hier so kranke Viecher herum, ey? Reißzahn geschoben. Ah, davon rede ich doch hier die ganze Zeit. Ja, jetzt war dann talking about. Aua, ich habe ihn gar nicht getroffen. So, jetzt was von dir, verdammte. Okay, von den großen Bären kann ich was klauen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Mich Fleisch und feines Granulat. Solche Gegenstände brauche ich öfter. Wäre schlecht, wenn ich davon ein paar bekommen könnte. War ja nicht irgendwo nur so ein Haus. Ich glaube, da kann ich auch mal irgendwann hingehen. Aber ich weiß nicht, mein Gott. Ich bin doch mal durch. Ob ich weiß nicht, ob es da Hunde gab oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Außer es tut mir leid, aber ich kann dich nicht passieren lassen. Ich schmerz mich, dich zu sagen, aber du und deine Gefährten werden als Verbrecher gesucht. Was jetzt? Du hast doch gesagt, wir sollen es dir überlassen. Nur die Ruhe, ich sage doch, überlass das mir. Ich zeige mein Zuckerpüppchen einen Spezialeingang. Kommt mit. Ich sehe ja schon, da hinten ist ein Weg. Wow, wo sind wir denn hier? In der Kanalisation. Hier wird das Abwasser der Stadt abgeleitet. Ziemlich gute Methode, sich einzuschleichen. Naja, das Tor von Metoke wird nachts geschlossen. Also bin ich oft auf diesen Weg nach Hause gegangen. Warum gehst du denn erst so spät nach Hause? Ich kann dir heute Abend gerne eine persönliche Demonstration geben. War doch nur ein Spaß. Werd jetzt nicht eifersüchtig, China. Das soll wohl ein Witz sein. Warum regt China sich so auf? Das verstehst du, wenn du älter bist. Gegenwart von Feinden festgestellt. Gefahr. Ja, wir sollten vorsichtig sein. Okay, dann habe ich mir schon irgendwie gedacht, hier sind Monster. So, ich gehe jetzt bestimmt nicht mit meiner verkrüppelten Truppe jetzt da rein. Ich gehe jetzt mal zu diesen Häuschen da und lass mich da heilen, ne? So blöd sehe ich auch aus, ne? Sehe ich wirklich so blöd aus. Ich will die Karte so ändern, wieso geht das nicht? Da ging das nie. So, da hinten will ich hin. Warte mal, wenn ihr wieder so ein Berg kommt, kann ich dann wieder einen Reißzahn klauen, bitte? Also bevor wir uns da heilen, komm mal her. Verdammt! Verdammt, aua! Aua, nein! Aua! Okay, der Angriff bringt's. Für die Heilung. Ich möchte mal noch so einem Bären hier begegnen. So einem großen Bären. Und ich weiß, dass immer ein garantierter Klau oder irgendwie so. Field Barrier, okay. Anscheinend nicht. Verdammt. Es ist wirklich eine beschissene kleine Wahrscheinlichkeit. Aua! Wenn ich mal klauen kann. Super. Das macht es natürlich sehr scheiße. Ja. Verdammt.
Ah, feines Granulat, gut. Wir schon auch irgendwie für was nützlich sein. Dann heilen wir uns mal hier und dann gehen wir da rein. Sind der Hunde irgendwo? Ich möchte den einen Namen geben. Na. Galt, mein Gott. Ist ja doppelt so teuer wie in so ein Gasthaus in Dings, in was weiß ich, wie die Stadt nochmal hieß. So. Dann, ja, das war meine Getränkeflasche. Dann gucken wir mal. Wen nehme ich denn in der Gruppe jetzt auf? Erstmal. Das reicht so, ne? Okay, dann auf nach Mil Tokyo zu Dingens hier zur Kanalisation. Vielleicht helfen uns ja die Teenage Mutant Ninja Turtles, wenn wir Pizza haben. Haben wir ein Rezept für Pizza? Vielleicht kriegen wir von ihnen ein Rezept für Pizza und dann gehen die wieder zu ihrem Planeten zurück, weil die von ihrem Planeten gebaut werden. Ey, immer wenn ich vom Bildschirm weg gucke, gerade für einen Moment. So, ich möchte mal kurz erspeichern. Weil warum nicht? Aber gerade Colette hat verdammt viel TP. Ich sollte die Erfahrungsgeber mal ein bisschen ändern. 240. So viel TP braucht sie aber eigentlich gar nicht. Magie. Magie braucht sie eigentlich auch nicht, ne? Was hat sie denn hier? Sie hat Powerhammer und so was alles. Holy Song. Legen an und heilt alle Mitglieder im Austausch für dein eigenes Leben. Greift alle Gegner mit Light of Judgment an. Also ein bisschen Dingens braucht sie. Magie, wo ist 123? Weiß nicht. Ändern wir mal. Ausweichen, hört den Flugzeug, vermindert den physischen Schaden durch Gegner mit geringer Genauigkeit. Wird die Wirkungsdauer des heiligen Tranks, erhöht die Maximal-KP. Nimm mal an, ausweichen. Vermindert Schäden durch physische Angriffe. Machen wir so. Die braucht wirklich nicht so viel Magie. Ich meistens ja noch physisch an. Die ein, zwei Dinger hier, dafür braucht sie ja keine Magie unbedingt. Was ist das? Das hat mich, warum ist hier eine Maus? Er ist ein Gegner. Einfach mal analysieren. Hätte vielleicht ein paar Sachen kaufen sollen, aber egal. Hey. Ja, ich glaube, ich werde nie was klauen können. Aua. Egal. Mach ich nah. Aua. Na, sehr schön. Komm her, du Schlange. Muss ich auch mal analysieren. Ich weiß, ob ich überhaupt klauen kann. Du eine Schnecke. Aua. Wollte ich eigentlich treffen. Colette eignet sich Verbunderfahrungsfähigkeit an. Was? Galt. Erhöht gelegentlich die nach einem Kampf erhaltene Galtmenge. Okay. So wie es aussieht, sollte ich doch mal ein bisschen warum experimentieren. So, Rain. Dann werde ich mal ein bisschen hier gucken, was ich hier so ändern kann. Widerstand zum Beispiel. Oder... Ja, ich sollte mal hier so ausprobieren.
Tiertyp, Spott, Ausweichen, Fluchtwert und Geist zum Beispiel mal. Vielleicht lernen die dann irgendwas. Beim Galt. Ja. Denke ich nach einem Kampf eine Galtmenge. Hm, nicht schlecht. Weiß ich nicht. Machen wir mal das hier. S-Typ. Und Stärke. Ja, ne, warum nicht Stärke? Oh. Eine verdammte Axt. Verdammte Axt. Und wieder Ringrätsel, so wie es aussieht. Was ist hier? Da kann man nicht. So, warte mal. Items. Monsterliste. Kampfhahn. Die mal anständig sortiert werden. Oh mein Gott, wie steht die denn da? Giftschlange. Ach so, ups, danach. Warte mal, Chimäre. Klapperschlange. Verloren, Ei, Stäber. Gib die doch. Das verloren wird erst angezeigt, wenn ich es auch bekomme. Wie super. Okay, prüfen. So, was können wir diesmal mit dem Ding machen? Welche Wirkung wird er dieses Mal haben? Ich kann es nicht erwarten, es herauszufinden. Was? Hm, der Weg ist irgendwie breiter geworden. Nein, wir sind kleiner geworden. Ja, anscheinend. Wirklich? Ihr habt recht. Das war komplett. Aber in diesem Zustand können wir nichts machen. Oh, klasse, jetzt kann ich alles Mögliche tun, ohne dass jemand merkt, dass ich es bin. Oh Mann, wie kannst du jetzt über so etwas nachdenken? Aber wie kommen wir wieder in den Normalzustand? Stimmt, jetzt wo du es sagst, dieses Kachel. Ah, verstehe. Offenbar wird unsere ursprüngliche Größe wiederhergestellt. Wenn wir auf dieses Kachel treten. Hier liegt die ganze Zeit ein Apfel im Wasser. Was passiert, wenn ich jetzt im Monster reinlaufe? Hey, in diesem Zustand können wir sogar über Spinnenweben laufen. Was passiert denn, wenn ich so in die Gegner reinlaufe? Was? Große Kanalratte. Sehr schön. Jetzt. Sehr schön. Komm mal her. Mein Gott, ey. Aua. Wie krank ist das denn? Ich hab bisher jetzt die ganze Zeit alleine gegen ein Vieh. Mein Gott, ich will klauen, lass mich doch. Boah, viele Erfahrungspunkte. Bisher eignet sich die Verbundfähigkeit an. Weil ihnen eigentlich eine Verbundfähigkeit an. Mein Gott, jetzt bekomme ich ja die ganzen Dinger. Willst du mich auf den Arm nehmen? Treffer pro. Welche Chance, kitsche Treffer zu landen, mein Gott. Ausruhen. Stellt den TP im Kampf wieder her. TP im Kampf wieder her, wenn eine Weile ausgeruht wird. Okay, das heißt, ich kann ein bisschen hier rumexperimentieren, nehme ich an, ne? S-Typ. Kann ich auch mal Widerstand und Vitalität, das hatte ich vorher, ne? Wieder schon Individualität. So, da kann ich mal. Weiß nicht. Widerstand und Individualität hat. Ich hatte Stärke und Individualität. Jetzt kann ich mal Widerstand und Individualität. Wer kann ich mal. Spott und Ausweichen. Wenn er direkt nach einem Kampf immer kommt. Spott und Geist. Einfach mal alles ausprobieren. Hier gehen wir mal bei Schwinnweben.
So, ich nehme an, die Treppen kann man nicht im kleinen Zustand überqueren, ne? Din, 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 din. Was haben wir hier? Was? Diese Tür ist verschlossen. Zellos, sagst du nicht, du würdest den Weg gut kennen? Was? Das ist seltsam. Sie war früher nie verschlossen. Es kann sein, dass jemand erwartet hat, dass wir diesen Weg nehmen. Was? Dann kommen wir hier nicht durch? Such mir nach einem Weg, der diese Tür öffnet. Ja, bestimmt finden wir einen. Aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.